So, dann herzlich willkommen zu unserem Monkey Island 3 Let's Play, was schon ein bisschen sich in die Länge zieht, würde ich mal sagen, oder Matze? Ich sag mal so, an mir hat es nicht gelegen. Aber ich würde, ich würde mal sagen... Startlöcher. Nein, ich würde das eher so ausdrücken, dass es eher so Qualität will Weile haben, weißt du? Ja, genau, genau, so sieht es nämlich aus. Also wir haben uns lange, wir haben ein Storyboard geschrieben. Ja. Dieses Let's Play jetzt weitermachen. Und jetzt sind wir uns eigentlich einig geworden, nach langen Verhandlungen. Über die Gage sind wir auch einig geworden, endlich. Also über die gegenseitige Gage und wie 90% geht die Gage an mich, oder genau. 10%. Ja, nein, 80-20. Nein, aber es ist ja auch, wie gesagt, wir müssen ja auch noch dann, jedes Mal müssen wir uns ja dann auch absprechen, wer das Drehbuch dann schreibt. Aber ansonsten. Okay, dann würde ich mal sagen, wo waren wir stehen geblieben? Wir sind jetzt hier in diesem verdammten Big Whoop, wie heißt das Ding nochmal? Wie heißt es? Big Whoop, dieser, ach, Jahrmarkt der Verdammten. Jahrmarkt der Verdammten, genau. Weißt du, was mich aber wundert plötzlich? War das damals, wo Monkey Island 2 geendet hat, ne? Das war doch Booty Island, so wo Guybrush mit seinen Eltern, ne? Und ja, genau. Jetzt erklär mal jetzt irgendwie storymäßig, wieso es hier Monkey Island jetzt ist, wo der Jahrmarkt der Verdammten ist, also... Ich finde ja, also die Enden finde ich auch komisch. Ich finde auch den Part jetzt finde ich auch wieder ein bisschen komisch. Ja. Aber vorhin auf den Inseln und so, wo du da gestrandet bist, so, das war cool. Und das ist jetzt letztes auch schon wieder ein bisschen nach, finde ich. Aber fang mal an. Nimmst du den Kindern auf der ganzen Welt die Hoffnung? Für Millionen bin ich ein Held. Ja, ist klar, Guybrush. Alles, was zählt, ist, dass Elaine und ich zusammen sind. Und du ein für alle Mal von der Bildfläche verschwindest. Aber was mir hier noch auffällt, so, das ist auch diese, ich meine, LeChuck ist ja nur ein Geisterpirat, ne? Aber hier fällt ja auch, wie besessen Männer teilweise von Frauen sind, ne? Überhaupt. Also... Ja, das ist generell so. Wenn Weiber uns kriegen, Wahnsinn, ist, ne? Ist alles vorbei. Weiber haben doch schon Kriege ausgelöst. Ja, ich weiß. Oh, jetzt ziehen wir wieder die Hater an uns, ne? Nein. So besonders am Schatz von Big Whoop? Unsere Zuschauer, die sind halt anders, hoffe ich. Du kennst die schreckliche Kraft von Big Whoop noch nicht. Ich schätze nicht. Aber ich finde das so geil, wie die da immer da am Rum versucht sich zu befreien, in Lane da. Okay. Ich höre es nicht, ich mache die Geräusche. Nö, die bewegt sich die ganze Zeit. Ja, das siehst du vielleicht nicht. Die bewegt sich ab und zu mal und versucht die Seile sich da loszureißen. Aber wie soll Big Whoop Elaine dazu bringen, dich zu lieben? Elaine wird die Tore von Big Whoop passieren, so wie einst ich. Ist klar. Herab zur pechschwarzen Finsternis der infernalischen... Was hat der für ein Scheißlaber, ne? Aber du guck mal... Wissen, Big Whoop hält für alle, die hindurchgehen, das größte Geschenk von allen parat. Die Unsterblichkeit. Aber zu welchem Preis? Mit Big Whoop, das hätten sie so schön stricken können, dass es auch ein richtiger Schatz ist, so und so, weißt du? Das, weißt du, es hätte ja nicht unbedingt einfach nur ein Goldschatz sein können, das wäre ein bisschen langweilig, weißt du, was ich meine, ne? Wenn es einfach nur irgendwie ein Schatz von irgendeinem Gold wert wäre. Die hätten ja, ist ja ruhig eine gute Idee, dass Big Whoop mehr als nur ein monetärer Wert ist, weißt du, was ich meine? Ja. Aber, das ist schlecht umgesetzt worden einfach. Hm. Weil irgendwo ist die Idee nicht schlüssig. Was Big Whoop war und... Ich habe damals auch mal in der Powerplay, glaube ich, war es so eine Bewertung gelesen von Monkey Island 2. Da haben sie eigentlich das Spiel durchweg gelobt, außer das Ende, ne? Weil das so genau. Ein bisschen komisch. Aber wie du schon sagtest am Anfang, dieses Ende, was immer so ein bisschen enttäuscht, das zieht sich irgendwie durch alle drei Teile. Also ich meine, nicht durch den ersten Teil, aber durch den ersten Teil eigentlich auch. Das ist alles immer am Ende so kurz komisch abgehandelt, ne? Hm, ja, auf jeden Fall. Natürlich ist es noch bei 1 am besten gelöst noch. Da ergibt es immer noch... meiste Logik irgendwo. Und es ist auch irgendwie am besten da eingebunden. Aber hier bei 2 und 3, diese abgehackten Enden... Elaine wird dich niemals heiraten. Sie liebt mich. Tut sie nicht. Sie liebt mich. Nö, sie liebt mich. dieser Dialog, ey, was für Trottel alles. Oh. Aber wenn du Elaine tötest, würde sie dich nicht noch mehr hassen? Hier kannst du auch gar nichts machen, Matze. Ich meine, ich kann hier die Dialoge weiter vorantreiben. Das muss ich aber. Ich kann hier nicht irgendeine Abkürzung nehmen oder irgendwas abbrechen, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß. Das war ja so, der Hick. Ich fand LeChuck sauer im zweiten Teil sauer am coolsten aus. So. Jo, mit diesen grün verfaulten Fresse, ne? Das war cool aus. Dieser ganze Vergnügungspark, warum? Weißt du, was mich auch wundert? Seit wann ist auf Monkey Island ein Eisberg? Würde es ein leichtes sein, Elaine zu machen. Ich glaube, das ist nur aus Pappmascher. Ich verstehe, aber nochmal, warum ein Vergnügungspark? Und klopf nicht gegen den Tisch wieder. So.
Ein künstlicher Jahrmarkt. Ja, aber guck mal, hinten ist ja der große Affenkopf, ne? Da ist er irgendwie umgemodelt, da fährt er die Achterbahn rein. Also ich meine, es ist schon fast übertrieben. So ein bisschen weniger wäre hier mehr gewesen, weißt du, was ich meine? Ja, das glaube ich auch. Du hast recht, ich war unhöflich. Aber das ist eben auch so, die Plan seine Story gemacht und so, ne? Beim ersten, zweiten Teil war halt cooler, ne? So die, ja, ich weiß. Ich glaube, hier gingen denen langsam die Ideen aus, weißt du, was ich meine? Das war, glaube ich, auch schon ein anderes Team jetzt, die das gemacht hatten. Aber ein paar Leute waren die gleichen. Das war nicht komplett ein anderes Team, nein. Es war teilweise ein anderes Team, das ist richtig. Nun, einen familienorientierten Vergnügungspark. Familienorientierten. Ach, natürlich. Sie kommen, um auf der riesigen Achterbahn zu fahren. Der großartigen ich weiß leider immer noch nicht, Matze, wie man überspringt, aber ist auch egal, wir wollen auch nicht überspringen, ne? Nein, wir wollen ja unsere Zuschauer hier begeistern. Genau. Die Massen an Zuschauern, meintest du. Das hört sich nicht dem geringsten genau. Nach Spaß an. Die vor mehrheitlich aus uns beiden bestehen, aber jetzt verblüfft sind. Ja. Ich meine, die Idee ist irgendwie cool. Ich meine, DeChuck, der will jetzt für seine Armee der Verdammten irgendwie Leute und dann hat er in dieser Achterbahn, die fährt er automatisch in die Lava, ne? Und wenn die rauskommen aus der Lava, dann sind die jetzt Geister, ne? Also gehören zu einer Geistercrew. Das ist irgendwie cool, aber... So, ich finde, am Anfang war das Spiel auch atmosphärisch cool, ne? So auf der Insel da und... Also, wenn ich... Blood Island vor allem war Atmosphäre pur, ne? Ich höre dir nicht mehr zu. Wobei ich auch sagen muss, diese Lichter an dem Haus rechts, ne? Hinten dieser Eisberg, die Wolken, das sieht, hat immer noch eine gewisse Atmosphäre, die ich mag, ne? Es ist ja nicht so, dass ich hier das jetzt überhaupt nicht mag, aber es lässt nach, ja, leider. La 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 la, ich höre dich nicht, la 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 la. Also gut, Stuart. Wenn du dich schon wieder... Ich glaube, der macht den... Der lässt den schrumpfen oder so, ne? Ich glaube, du verdienst eine Auszeit, junger Mann. Guybrush. Ich bereue nichts. Ich habe jetzt nur noch so ein paar Bilder vor Augen, wo ich mal mit so einem Schwein da durch den Jahrmarkt da verdammt gefahren bin. Und wo, da bin ich dann irgendwie so ein... in so einem Typen vorbei, der war in so einem Stand, der hatte Eintrittskarten genommen und so ein Zeug. Nee, ich glaube, so was... warte mal... Aber hier mal, guck mal, jetzt mache ich hier die Tür auf, dann sind wir... Nicht abgeschlossen. Dein Plan war tadellos, LeChuck. Bis auf ein winziges... Bin nur froh, dass du noch einen Plan hast, weil ich habe keinen mehr. Ja, aber ich muss, glaube ich, auch nachher noch die Lösung rausklammern. Guck mal, wie klein der... der wurde ja geschrieben, sieht geil aus irgendwie. Sieht aus wie Kenny. Ja. Besser dieser dumme Hund. Mit auf die Achterbahn des Todes genommen. Ich muss sie finden, bevor sie seine untote Braut wird. Murray. Was ja genau, das ist einer der Preise, ne? Kopf vernebelt. Kann nicht denken. Gehirn. Der Hund sieht aber cool aus, finde ich. das Kostüm sieht geil aus. Das sieht schon so ein bisschen abgefuckt aus. Ja, das ist auch so. Aber wie soll ich Elaine retten, wenn ich nur ein kleiner Junge bin? Wenn ich ja, konzentrieren Junge. Könnte. Muss klar werden. Mein Kopf. Willkommen auf dem Jahrmarkt von Big Whoop, kleiner Mann. Komm her zu deinem alten Freund, dem Kutterköter. Kutterköter, genau, so hieß der. Kutterköter. Ich weiß noch, man musste den irgendwie anpacken oder so. Man musste den irgendwie schubsen, ein paar Mal, bis er einen da irgendwie gefressen hat. Da haben wir ein paar Hundehaare oder sowas gehabt. Keine Ahnung. Komm schon, hör auf deinen Kumpel Kutterköter. Man musste den... Du musst den so lange schlagen, bis er dich da irgendwie... Keine Ahnung. Ich warne dich nicht noch einmal, Kleiner. Ja, nochmal schlagen. Hör besser auf damit. Ach, da oben ist eine Jack-Puppe, siehst du? Ja, ja, stimmt. Aber da erinnert mich wieder das Ding an die Mangel in 2, ne? Ja, ja, das sieht aber aus wie bei Mangel in 2. Du fällst mir langsam auf den Wecker, Kleiner. Was auch der coolste Teil ist von allen. Ja. Ja, jetzt schlag ihn doch. Alles klar. Das reicht. Jetzt gibt's Saures, du kleiner Mistkerl. jetzt schluckt er den so halb und dann lässt er einfach ein paar Hundehaare da irgendwie. Au, keine Ahnung. Er hat mich gebissen. Gib mir die Haare wieder, Kleiner. Du ruinierst das Kostüm. Jetzt muss man irgendwie den, man muss den Anker hier kriegen, siehst du? Da ist ein Anker und den musst du irgendwie kriegen, um den irgendwie in diese Kuchen zu pressen, damit er... Also, jetzt mal ohne Scheiß... Der eine Schöne vors Maul kriegt. Ja, aber jetzt ohne Scheiß.
hier lässt nicht nur die Atmosphäre nach, Qualität der Rätsel, auch die Logik der Rätsel hier. Irgendwie, also, ich will jetzt hier nicht zu kritisch sein, aber ich glaube, du bist auch der Meinung, dass das Spiel hier stark nachlässt. Ja, ja. Ich habe mir aber vorhin schon gedacht, bevor wir angefangen haben. Ja. Wie kann ich einen dieser fabelhaften Preise gewinnen, ja? Man muss... Nun, das ist einfach. Kumpel, wenn ich dein Gewicht oder Alter nicht errate... Genau, aber muss man das Alter dann erraten lassen, weil der dann niemals erraten wird, dass er schon 25 ist oder so. Es gibt keinen Haken. Es ist ganz einfach. Hast du eigentlich Grim Fandango nochmal gespielt? Ich hänge gerade fest an diesem Wald. Ich weiß nicht, was ich machen muss, wo man diese Dinger da verstellen muss. Dieses, so ein komisches Schild. In so einem Wald, da so ganz viele Wege sind. Ich weiß nicht, ob die... Ich hab's noch ein bisschen gespielt, ja. Ich komme aber nicht weiter an der Stelle. Motivation lässt nach. Also irgendwie waren die Spiele damals echt so viel schwerer als heute irgendwie alle. Ich weiß es nicht. Ja, es ist, ich bin auch überhaupt kein Crack von Grim Fandango. Aber ich denke mal, für 2,99 € war das... Ja, ist nice to have, ne? Deswegen 2,99 €, ey. Ich wette, du verrätst... Ich wette, du errätst nicht, wie alt ich bin. Wetten, dass ich es kann? Ein furchterregender kleiner Seeräuber wie du müsste... Ja, sieben, ist klar. Ha, falsch. Ich bin zufällig 20. Und hast du einen Beweis für deinen Kumpel, den Kutterköter? Nennst du mich einen Lügner? Nennst du mich einen Lügner? Hier ist mein Beweis. Scum Schauspielergilde. Mitglied. Ja, Scum Schauspielergilde, genau. Ne? Alter 20. Ich nehme an, dass 20? Such dir deinen Preis aus. Matze? Ja? Hier ist er 20. Der war in Minecraft den 2 war noch 21, also... Ja, wo er dann Bücherei aus war, alles gut. Ja. Gib mir diesen Anker. Ich glaube, jetzt wird Murray sauer, weil wir den Anker genommen haben und nicht ihn, weißt du? Pass mal auf. Ja, ja. Ich glaube, der fängt dann ganz zu meckern, wie immer. Sieh in dein Herz. Der ist so geil. Also Murray ist ein Charakter, der ist ebenbürtig den Charakteren von 1 und 2 für mich. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist eigentlich nur eine kurze Charakter. Ja. Das ist also ein bisschen Monkey Island würdig. Irgendwie. Ja, Monkey Island, der ist auf dem Niveau von 1 und 2. Das ist ein wirklich schöner Anker, Murray. Ich weiß nicht, Teil 2, der Friedhof, ne? Wenn du da reingehst und die, ja, die Fledermäuse fliegen hoch und so, das ist auch die Musik. Das ist was der Hammer. Hier, hast du gerade Murray gehört? Ich kann nicht glauben, dass du diesen beschissenen Anker genommen hast. Der ist so geil. Murray ist wirklich mein Lieblingscharakter aus dem Ganzen. Es ist noch nicht mal ein echter Anker. Es ist noch nicht mal ein echter Anker. Jetzt nervt er. Warte, was? Ich bin ein echter sprechender Schädel. Saugeil. Mach, dass du von der Kanone wegkommst, Kleiner. Sie ist gefährlich. Nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Guck mal, den Anker jetzt... Hey, was glaubst du eigentlich, was du da tust? Ich will nur einen dieser Kuchen. Ja? Ich will nur raus hier aus diesem stinkenden Rattenkopf. Das Leben ist hart, Kleiner. Werde damit fertig. Na fein, nimm den blöden Anker. Ja, jetzt kommen wir hier, kleinen Moment. Ich muss irgendwas holen, Matze, ja? Kleinen Moment. Ah ja, ich weiß schon. Ich muss, ja, mir einen Tee holen, kleinen Moment. Oder auf einen Besitzer warten, der mein Bedürfnis versteht. Furcht. So, da bin ich wieder, habe ich meinen Tee geholt. So, was braucht man auch als Let's Player? Matze? Ja? Du musst nämlich den Anker... Aber die Kuchen, ich habe doch keine Kuchenform. Ach so, den Anker müssen wir mit der Form, siehst du, Matze, hier. Nun ist es eine schwere Kuchenform. Das ist diese Kuchenform. Ach da, genau, das ist im Inventar, das ist doch das Ding, womit wir dann damals auch den Ring da, nee, diesen Zahn da rausgeholt haben aus... Thunder Island. So, da musst du mal eine Rasierseife drüber schmieren. Jetzt habe ich eine schwere Kuchenform voller Rasiercreme. Also da drauf kommen. Ach so, die Rasierseife sieht dann aus wie der Kuchen. Dann so. Ja. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt das Ding da überhaupt damit benutzen muss. Oh, schönen Dank auf die Schnauze. Was machst du da vorne? Ich habe diesen Kuchen gefunden, Mister. Hä? Ah ja, danke. Aber überhaupt diese Idee ist auch geil. Nicht jetzt. Oh, aber ich will die Kanone schießen sehen. Verdreck dich, du halbe Portion. Denk mal nach. Ich bezahle dein Gehalt. Willst du, dass ich... Wieso bezahlt er sein Gehalt? Du unzufriedene Kinder herumlaufen hast? Okay, okay, du Kleiner. Hast genau, jetzt ist er nämlich weg. Nein. Seltsam. Vielleicht ist es die Akustik dieses stinkenden Riesenkopfes. Schnauze, Kleiner.
Und jetzt müssen wir nämlich selber, Matze, müssen wir selber hier nämlich da durch das Tor schauen, weil wir brauchen nämlich wirklich so ein Gebäck, weil wenn wir das nicht gemacht hätten mit dem Anker, ne, dann wäre der Typ da die ganze Zeit, würde er stehen und gar nicht da weggehen. Und so wurde jetzt da durch diesen schweren Kuchenform, wurde jetzt da weggeplatscht, ne. Mhm. Und jetzt können wir uns da irgendwie da durchgucken, aber ich habe das Spiel einmal durchgespielt, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern. Ich kann mich an Maniac Mansion 2 nicht daran erinnern, weil ich nur einmal durchgespielt habe. Oh, das habe ich unzählige Mal. Nee, das ist eher bei mir so, dass ich das... Das wird ja eine Lehre sein. Genau, jetzt hat nämlich die, So. Dann müssen wir jetzt Matze ein Schneehörnchen bestellen bei dem... Bei so einem... weißt du was? Ich weiß noch, wer das ist. Das ist so ein ganz versiffter, hustender Verkäufer. Der sieht aus wie so ein Penner. Da sind irgendwelche Schneehörnchen verkauft, der. Ist richtig frischer. Naja, guck mal, wie der aussieht, der Typ. Da sind überall Fliegen, sind da auch noch. Was für Schneehörnchen haben Sie? Welche Sorte wolltest du nochmal? Ich habe alle Sorten, die man sich vorstellen kann. Klar, Schneehörnchen. Ich habe die größte Auswahl von Schneehörnchen auf der ganzen Welt. Na, der Typ ist so eklig, ne? Meine Hörnchen sind nämlich so einzigartig, so einfallsreich und so... Die ist die ganze Zeit am Husten, am Röcheln, das ist so geil. Einmalig, dass die meisten vollkommen ungenießbar sind. Lass mich einige aufzählen. Ich habe Hörnchen, die sind nett. Welche mit Matt? Kalte Hörnchen, alte Hörnchen. Das schnieft er mit der Nase. Hörnchen mit Schleim. Hörnchen zum Lecken. Hörnchen, die schmecken. Hörnchen zum Lecken. Aus Hecken. Ich habe die Hecke meines Nachbarn darin verwendet. Hörnchen. Das sammelt so ein Scheiß, ne? Mit Maisbier, Hörnchen. Hörnchen mit Schweiß. Wow. Und zu Weihnachten, ho ho ho, frohe Hörnchen. Also, was hältst du davon? Was, ja, ich wäre einfach nur normale Schneehörnchen. Okay, tschüss dann. Müssen wir eine Pfeffermühle mitnehmen? Macht das bestimmt nur einmal die Woche sauber. Das ist echt so ekelhaft. Was sagt man, wenn man ihn anguckt? Igitt, genau. So, da müssen wir nämlich mit dem Schneehörnchen müssen wir den Pfeffer benutzen. Aber Guybrush sieht aus wie so ein richtiger Lauserjunge, gell? Ja, also schon wieder Kinder, ne? Nein. So, Matze, jetzt ist nämlich ein sehr leckeres Schneehörnchen. Einmal Hundehaare. Ne, einmal hier Pfeffer, Hundehaare. Haarig. Und mit dem, mit diesem Meringgebäck da, oder keine Ahnung, was das ist. Diese Meringue sieht lecker aus. Genau, jetzt müssen wir nämlich das futtern. Und dann kriegen wir irgendwie Gefrierbrand, das weiß ich noch. Da kriegen wir Gefrierbrand und dann werden wir wieder genauso groß wie immer. Dieses Schneehörnchen ist hier nutzlos. Ach, Moment, ich will das ja essen. Naja, der Pfeffer macht es wenigstens erträglich. Oh, Gefrierbrand! Aber hier muss ich wirklich, ich weiß, dieser Teil wird ein bisschen kritisch sein. Das Rätsel jetzt gerade. Wie soll man darauf kommen, ohne jetzt eine Lösung? Also ich wäre da nicht drauf gekommen. Also nur ich weiß auch. Irgendwelches dummes Probieren. Ja, weil vor allem, wieso denn gerade Pfeffer mit einem Schneehörnchen? Ja genau, das ist hier dieses... Zu spät zum Aussteigen. Siehst du jetzt nämlich diese, diese Achterbahn hier? Das ist geil, das ist nämlich die Szene mit Captain Marley, bla bla. Guck mal, hier auch die Szene, die nächste Szene. Das ist hier die Folter-Szene, siehst du das? Aus Monkey Island 2. Das ist ziemlich geil gemacht, finde ich. Aber was müssen wir denn hier nochmal nehmen? Hier können wir sowieso noch nichts machen, großartig. Wir müssen erstmal das Seil da nehmen. Wir müssen schneller auch aussteigen. So, genau. Weißt du, was das für eine Szene ist? Von Monkey Island 1. Wo der Typ da am Seil hängt und da ist Hermann Tuschlot, genau. Müssen hier nur das Seil nehmen. Ich komme da oben nicht dran. So. Bei der zweiten Szene... zu spät, meine Fresse, mach mal. Ach, jetzt müssen wir wieder alles nochmal durchmachen. Weißt du, es sind schon wieder diese... Weißt du, Matze, es ist ja ganz toll gemacht, dass man ungefähr 2 Millisekunden Zeit hat, dann auf den Pfeil zu drücken, ne? Naja,
muss das Spiel ein bisschen in die Länge ziehen. Warte mal, das Seil haben wir, dann jetzt gleich schnell aussteigen. Jetzt volle Konzentration. So, das alles klar. Das hat ja auch in einem Sarg, ne? Ja, ja, genau. So geil. Hier muss man nur einen Rumpfass nehmen. Weißt du, wer das ist? Das ist Captain Marley, der Vater von Elaine Marley, da hinten. Es ist Captain das ist alter Säufer hier, mit dem, wo die den Trinken wegnehmen. Ja, genau. Oh nein. Elaine? Ah, Friedfeld. Ja gut, ist egal. Hast du Elaine gesehen? Sie sagte, sie wolle nur mal eben ihre Nase pudern. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Nase pudern. Dass ich schon wieder darauf reingefallen bin. Nun steh still, Junge, damit ich dich verbrennen kann. Kann man eh nichts machen hier. Autsch! Ich spring da sowieso da rein. So. Ja, steig aus. So, müssen wir hier nämlich diese Lampe öffnen. Lampe öffnen, auspusten und das Öl nehmen. Flasche mit Öl nehmen. Und das war's eigentlich. Ja, zu spät. Ich habe den Wagen verpasst. Ach wirklich. Guybrush. Guck mal, da ist ja Wally, guck mal. Hängt der auch. Ja, was siehst du denn jetzt? Was? Siehst du den das jetzt? Ich hab ihn jetzt. Ja, ich wusste, dass er da ist, aber ich hab ihn gerade erst gesehen. Warum bist du nicht in der Lava gekocht worden? Elaine muss an der Steuerung gespielt und die Strecke umgeleitet haben. Sie wird noch mein Tod sein. Mal wieder. Versuch nochmal, ich kann nicht anders als das Kind zu lieben. Ist klar. Stimmt. Wann kam das raus? 98, ja? Das? 97. 97. Ja, ich muss jetzt warten, ich kann nicht. Das ist 20 Jahre das Spiel, ja. Ja. Wahnsinn, ne? Hm. Kommt mir gar nicht so vor, gell? Nee. Hier ist auch die Musik ganz nett. Muss man sagen. Wobei eigentlich muss ich sagen, dass Monkey Island 3 wirklich musikalisch eigentlich durch und durch super ist. Also da kannst du fast nichts gegen sagen. Ja. So, Moment, jetzt mal Pause, jetzt mal. Diese Affe sieht aber so geil aus. Zum Affen und sagen mit dem. Das. Warte mal, das Seil mit dem Öl tränken. Da, es ist mit Öl vollgesaugt und wahrscheinlich leicht entflammbar. Und an das Fass stecken. Cool. Jetzt haben wir eine Bombe, ne? Ein explodierendes Rumpfass. Geil. Ja, ich hab Bock drauf. Die ist irgendwie so ein bisschen anzünden. Das war's. Dieses Seil im Öl tränken und dann das... Hast du besser Böller gekauft? Nö, machen wir nie. Ich auch nicht. Das war so lächerlich, wie viel Geld man dafür dreht für so einen Mist. Ich finde das auch. Früher hat mich das so als Jugendlicher das gereizt, aber heute irgendwie überhaupt gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich habe das nie gemacht eigentlich, auch nicht als Jugendlicher. Die sind dann unter dem Aufnahme. Unter dem Affenarm befestigen. Ah, das geht tatsächlich. Das ist ein Affe. Das ist ein Schneeaffe. Ein Schneehörnchen. Aber warte mal, was muss man denn gleich machen? Ach so, wenn der Chuck auftaucht, müssen wir den Pfeffer ins Gesicht blasen. Und weißt du, was dann passiert? Dann zündet er das, die Zündschnur an. Weißt du, was ich meine? Mhm. Hoffentlich kommen wir gleich mal in den Chuck. Habe ich den Pfeffer bereit? Da ist der, okay. Ja, mehr kannst du ja auch nichts nicht machen, wie gesagt. Hier ist das Spiel quasi... Ah, da kommt er. Oh nein, es ist LeChuck. Hi, Streetfoot. Ich bin es, dein schlimmster Albtraum. Ja, dein schlimmster Albtraum. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du es noch bereuen, einen Fuß auf Monkey Island gesetzt. Da muss man auch wieder in Millisekunden schneller reagieren. So, das hasse ich. Ja. Aber ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, das ist schön. Jetzt muss er nämlich niesen und damit ist das Spiel gelöst. Wusstest du das? Nee. Mehr kommt auch nicht mehr. Ach so, jetzt ja. Ich glaube, wir sind durch. Jetzt, weißt du, jetzt explodiert der ganze Park. Jetzt ist sowieso hier alles explodiert, fast eh nichts von gesehen, glaube ich.
Und jetzt sind die beiden natürlich glücklich und natürlich muss das wieder sein, ne? Mit irgendwie heiraten, ne? Schon wieder. Ja. Ich meine, guck mal jetzt das Schiff, der Just Married da hinten. Ich stehe da drauf, ja. Ey, so Behinderte sie. Aber trotzdem, irgendwie auch. Ich will jetzt mal dem Spiel verzeihen. So. Dann haben wir mal das nächste Let's Play geschafft, Matze. Langer ist langer Wert wird eigentlich gut, ne? Oder wie war das? Ja, ja, genau. Wird noch besser sogar, würde ich sagen. Genau. Es hat ja ungefähr ein Jahr gedauert jetzt, ne? Aber oh, wirklich, nicht, das hat echt gezogen. Ja. Merke dir meine Guck mal, Worte. Murray ist so geil da. Sag da noch was, ich höre. Ja, ja. Ich werde zurückkehren, um dich zu verfolgen. Und dann lacht er sich wieder kaputt. Der ist so geil. Das ist so unfair. So, dann, ich sehe hier schon die Credits laufen. Ich glaube, mit Teil 4 werden wir nicht dienen können. Ne? Also das ich habe auch überhaupt keinen Bock darauf, weil, wie gesagt, das Spiel Teil 4 hat sämtliche, also auch nicht mehr den Humor, hat es auch nicht mehr, aber vor allem diese 3D-Steuerung und vor allem auch haben die ganzen Schauplätze nicht mehr die Atmosphäre, die sie brauchen. Durch diese 3D. Das war so eine Zeit, wo alles 3D sein musste. Ja, ne? Das war so wirklich auf Gedeih und Verderb 3D, egal ob man jetzt wirklich jetzt Scheiße draus macht, Hauptsache 3D, ne? Also ich glaube, Monkey Island, aus Monkey Island 3D-Spiel zu machen, war das Dümmste, was man je machen kann. Weißt du, ich sehe auch wieder diese Parallelen, dass eigentlich manche Trilogien abgeschlossen sind. Genauso Monkey Island und Indiana Jones, die Filme, ne? Also ich meine, alles, die vierten Teile, die sind einfach nur noch überflüssige Scheiße. Ich meine, wir waren jetzt auch in Star Wars. Und wenn man da jetzt nochmal eine neue Diskussion bringt, wegen Indiana Jones 5, und das kann nur ein Schauspieler machen, Herr sofort, da bin ich ja, sag ich ja auch, er ist Indiana Jones und das kann kein anderer machen, das finde ich auch. Aber er ist einfach zu alt geworden. Das ist einfach unrealistisch. Das ist aber so. Ne? Also ein Opa geht nicht mehr auf Abenteuer. Aber er hat auch dann nicht mehr diese Ausstrahlung, die er braucht, die er hatte. Um ja, den Film zu. Einfach ein anderer Mensch. Ja, heute, deswegen. Der hat nicht mehr diese Ausstrahlung, um den Film zu tragen, so wie er es konnte damals, ne? Also wie bei der letzte Kreuzzug, das fand ich, das war nochmal ein richtiger Höhepunkt. Ne? Ja, absolut. Auch emotional und so, das war einfach nochmal mit John Connery und so, das war einfach danach. Das ist einer der so einer besten Filme der Welt für mich, also es ist unglaublich einfach. Aber jetzt was nochmal zum Monkey Island zurückzukehren. Drei super Spiele, wie gesagt, vor allem die ersten beiden Teile sind ja der absolute Kultfaktor. Der dritte Teil jetzt war ja so ein bisschen, ist ja natürlich nicht mehr so, hat er nicht mehr diesen Kultfaktor und diesen super Wortwitz. Aber es immer noch gehört für mich immer noch fest zur Trilogie irgendwo. Ja, er hat seine Höhen und Tiefen. Gerade die Seeschlacht hätte man sich können, finde ich. Das war einfach nur mal. Gehört aber für mich trotzdem immer noch zu den besten Adventures, die je gemacht wurden. Ja. Und das nächste Projekt von uns, was wird das sein? Indiana Jones 4 und Action Weg, würde ich mal sagen. Ja, das haben wir noch nicht. Dann haben wir die drei Wege auch. Genau. Das machen wir dann auf deinem Kanal. Maniac Manson oder so. Ja, das können wir auch machen. Oder wir machen Maniac Manson, ist mir egal. Was du möchtest. Ja, wir können vielleicht erstmal Maniac Manson machen. Können wir machen. Und dann als nächstes dann mal Indiana Jones. Dann hast du ja nicht die ganze Arbeit von dem Film verarbeiten. Ja, ja. Das muss man als Videoprogramm besorgen. Ja, ich weiß. Gut. Dann hoffentlich hat's euch das Let's Play mal hier gefallen. Wie gesagt, wir haben unser Bestes gegeben, wie immer. Wobei das natürlich schon unser Bestes ist natürlich besser als das von den meisten. Aber Quatsch. Nee, ich hoffe, ich denke mal, das nächste Mal sehen wir uns bei Maniac Manson 2. Ja, denke ich auch. Das wird dann wahrscheinlich auf meinem Kanal. Ja. Und weil damit hätte ich eigentlich gut aus dem Kopf so. Sollte kein Problem sein. So, damit hätten wir dann manche alle eine Trilogie abgeschlossen, was ich auch gut finde. Das musste ja sein, dass wir das durchspielen. Ja. Das sind absolute Klassiker, wie gesagt, auch manche alle 3 gehört für mich auch so. Das ist für mich auch noch ein Stück meiner Jugend. Nicht mehr Kindheit, aber Jugend, weißt du? Ja gut, wie alt war ich denn? Also 13, 12, 13, 14 oder so. Wo das rauskam. Ja, da war ich 17, ja. Genau. Ist auch noch so fest mit damit verbunden. Okay, dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns so langsam. Würde ich auch sagen. Reicht ja auch hierzu. Ja, das reicht. Dann bis zum nächsten Let's Play. Ciao. Bis dann, macht's gut, tschüss.